Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Erfolgsgeschichten der Medizin. Und heute dürfen wir Ihnen wirklich einen großartigen Erfolg berichten, aber ich hoffe und hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass ganz viele Betroffene diese Sendung ebenfalls sehen und möglicherweise dadurch eine großartige Chance haben, einen anderen Weg, einen ergänzenden Weg zu wählen, um schneller aus dem Tal der Tränen rauszukommen. Mein Gast, der nämlich heute da ist, hat Parkinson erlebt, aber er hat gewonnen und ist heute wieder ein gesunder Mensch. Und wie er das gemacht hat, das ist das Thema, was ich mit ihm besprechen will. Er soll uns die ganze Geschichte selber erzählen. Jetzt geht's los. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Manfred Pogel. Danke, dass Sie da sind. Ich bedanke mich für die Einladung. Sehr herzlichen Dank dafür. Ist das Wichtigste für mich überhaupt, nämlich erlebte Menschen, die was erlebt haben, sind authentisch. Und ich finde einfach, wenn ich ein Problem hätte, würde ich genau wollen mit solchen Menschen sprechen, zum erfahren, wie haben sie es geschafft. Ein oft gehörtes Zitat, was ich ins Fernsehen bringe, ist, wenn man krank ist, muss man fast selbst zum Arzt werden von seiner eigenen Krankheit. So, und ich glaube, Sie sind heute ein Experte in Sachen Parkinson. Und jetzt möchte ich zuerst wissen, wie hat das Ganze angefangen? Wie schlimm wurde es? Und welche Wege haben Sie letztendlich gefunden? Angefangen hat es eigentlich schon so in den 2000er Jahren, Anfang 2000, 2001. 2003 wurde ich dann zu dem Thema krankgeschrieben, weil ich nicht mehr arbeitsfähig war. 2003, wie alt waren Sie da? So war ich 58. 58, das ist ja eigentlich noch jung. Ja, natürlich, natürlich. Oh. Und aber ich hatte eben in den Jahren vorher schon Symptome sehr stark, dass ich also beispielsweise bei Konferenzen mir keinen Kaffee mehr habe geben lassen oder Tremor. Ich konnte also auch keine Notizen mehr machen von den Gesprächen, die ich führte. Ich hätte es am anderen Tag konnte ich sowieso nicht mehr lesen, aber es war mir einfach peinlich für die anderen Anwesenden dann im Raum. Also es war eine ganz, ganz schwierige Zeit und 2003 ging es gar nicht mehr. Sie haben immer weniger gesehen auch? Also Sie haben nicht mehr lesen können? Doch. Das schon noch? Doch, lesen schon. Aber ich habe einfach nicht mehr verstehen können. Mhm. Das also vom Verstand her, ich habe es einfach nicht mehr erfassen können. Oh. Das war das Problem. Mhm. Und da muss man sich Notizen machen und diese Notizen waren so krackelig, dass ich es nicht am anderen Tag selber nicht mehr lesen konnte. Und 2003 war dann die Diagnose so verbindlich, dass ich auch arbeitsunfähig geschrieben wurde vom Arzt, weil es nicht mehr möglich, es ging einfach nicht mehr. Nun ja. Und dann passiert also das Klassische. Sie haben einen Tremor, dann haben Sie Parkinson. Und danach fielen dann diese Geschichten auch aus, aber es wurde immer schlimmer. Ich habe diese Medikamente natürlich genommen. Ich bin sehr arztgläubig erzogen, das muss ich dazu sagen. Also wenn man was hat, geht man zuerst zum Arzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das habe ich alles so umgesetzt und gemacht und getan. Und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Und dann in den Jahren so 2004, 2005, dann begannen doch Zweifel bei mir, weil es war teilweise so schlimm, dass ich von diesen Nebenwirkungen der Medikamente nicht mehr schlafen konnte, dass ich Gespenster gesehen habe. Ich habe nachts getreten, ich hatte heftige Schweißausbrüche, ich hatte so viel Speichelansammlung im Mund, dass ich daran ersticken konnte, weil ich konnte der Schluckreflex hatte ausgesetzt, denn teilweise in der Nacht. Also es war wirklich so heftig, dass wir uns überlegten, das Haus umzubauen, auch mit einem Treppenlift, damit ich überhaupt von einer Etage zur anderen kommen kann, weil ich immer wieder stürzte. Es wurde immer mehr, immer heftiger. Und da habe ich dann irgendwann in diesen Jahren, dann um 2005, 2006, die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich muss einen anderen Weg finden. Aber wie finde ich einen anderen Weg? Als Laie, ich habe keine Ahnung von Medizin, ich verstehe davon nichts, was soll ich machen? Ja. Ja, was macht man da? Cheffragen, ne? Cheffragen ist eine ganz wichtige Geschichte und sich auch darauf einlassen und auch einlassen können. Und es war so, dass ich dann in den Jahren drauf, nein, ich muss vielleicht noch etwas hinzufügen, ich hatte ein ganz entscheidendes Erlebnis in dieser Zeit. Einmal bei einer Physiotherapie,
fragte die Therapeutin mich, um jetzt nur um irgendein Gespräch zu führen, was ich denn für Medikamente nehme. Und dann habe ich ihr die Medikamente aufgezählt, diese Litanei, die ich da zu nehmen hatte. Und da war sie schockiert. Ich führte das in ihre Anwendung. Und sie hat dann gesagt, diese Medikamente sind meiner Mutter gar nicht gut bekommen. Und das war dann für mich auch ein Grund, dass ich gesagt habe, ich muss was ändern, ich muss einen eigenen Weg finden. Und dann habe ich mich irgendwie auf den Weg gemacht. Ich habe dann die Entscheidung für mich getroffen, die Medikamente auszuschleichen. Das ging über viele Monate. Aber es hat funktioniert. Ohne mit dem Arzt abzusprechen. Einfach in Eigenregie, ich schleiche aus. Ohne mit aus. Dem Arzt abzusprechen, ja. Mhm. Das ist, ich weiß, das ist nicht so legal, nicht so üblich, aber es ist einfach ein Weg. Ich musste einfach für mich selber einen Weg finden, daraus zu kommen, weil ich merkte, dass die Tabletten mir immer mehr schadeten, statt zu wirken. Sie bewirkten nichts mehr. Und dabei muss man sagen, das eigentliche Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass was aus heutiger Sicht, wie was man heute weiß, dass eben die Symptome im Gehirn behandelt werden mit diesen Medikamenten, aber dass sich niemand um die Ursache kümmert. Was ist die Ursache beim Parkinson? Das ist das eigentliche Problem. Und später erst, wenn man sich damit befasst, was auch andere Ärzte, Naturärzte und Fachleute dazu geschrieben haben, dass eben Parkinson im Darm beginnt, dass Parkinson in den Nieren, in der Leber beginnt, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn man sich damit befasst und damit auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass es da sehr, sehr gute Möglichkeiten gibt, diese Erkrankungen der Leber, diese Erkrankungen des Magens, des Darms, der Nieren wieder zu korrigieren und dann eine Verbesserung der Symptome feststellt, bis irgendwann diese Symptome auch dann nicht mehr da sind. Das ist nicht, das muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht ein Prozess, der so von jetzt auf gleich funktioniert. Bei mir hat es viele Jahre gedauert. Ich war 4 Jahre, habe ich daran gearbeitet, an diesem Thema, bis dass ich für mich selber sagen konnte, jetzt bin ich beschwerdefrei. Also nochmals, wie haben Sie denn diesen Weg gefunden über den Darm und Niere, über Suchen auf Google oder haben Sie irgendwelche komplementären Mediziner getroffen, die Ihnen Anregungen gegeben haben? Richtig, genau das war der Punkt. Man hat sich dann ganz andere versucht, ganz andere Felder aufzumachen, um sich da zu informieren. Google ist da leider nicht hilfreich gewesen. Also ich habe nichts erkannt in dieser Form. Heute sieht das anders aus. Mhm. Wir sprechen also, wenn ich das jetzt erzähle, sprechen wir von 2008, 2007 und so. Ja, da war das aus dieser Zeit. Und es waren eben viele Dinge, die da zusammenkommen, die da zusammenpassten. Und die Informationen kamen vielfach von Heilpraktikern und Naturärzten, wo ich mir dann Rat holte und mich dann habe begleiten lassen. Also ich habe das keineswegs selber gemacht. Das habe ich mir auch nicht zugetraut. Also heute sind Sie überzeugt davon, die Ursache war im Darm und haben dann angesetzt beim Darm und bei der Niere. Also Niere wird für die Entgiftung versprechen, oder? Leber, Nieren, ja, für die Entgiftung, gerade die Leberentgiftung, ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Mhm. Und das sind einfach Dinge, es kommt auch darauf an, um welche Beschwerden es da geht, um welche Vergiftung es da geht, ob es um Parasiten geht, ob es Borrelien sind oder. Da habe ich zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel gefunden bei Dr. Klinghardt. Der hat etwas geschrieben über die Borrelien, und hat das gerade zum Parkinson eben so definiert, dass viele Parkinson-Kranke, wenn sie im Alter von 2 oder 3 Jahren, im Lebensalter von 2, 3 Jahren, eine Borrelienbelastung gehabt haben, dass sie dann ein Rheuma bekommen, rheumatische Beschwerden bekommen und dann später irgendwann ab 40, 50 auch Parkinson bekommen. Das hat er auch so niedergeschrieben. Ich habe das mal gehört auf einem Vortrag. Und das hat mich fasziniert, weil ich von Kind auf Rheumatiker war. Mhm. Ja, ich war von Kind auf Rheumatiker, habe schon viele Jahre, in der Schulzeit, viele Monate konnte ich nicht zur Schule gehen, weil ich so starke rheumatische Anfälle hatte. Wirklich? Ja, das war ganz furchtbar. Ich habe monatelang im Krankenhaus gelegen mit Spritzenkuren und. Es war so ganz, ganz schlimm. Und für mich war das eigentlich so,
so ein Punkt, so wie so ein Schlüsselerlebnis. So, ja, Moment, der Mann, der erzählt jetzt deine Geschichte, als ich diesen Vortrag von Klinghardt gehört habe. Und so kommt eine Sache zum anderen, auch mit verschiedenen anderen, vielen anderen auch bekannten Heilpraktikern und Naturärzten und Menschen, die so vielseitig interessiert sind. Mhm. Gut, Sie haben mal einerseits die Medikamente ausgeschlichen, auf der anderen Seite haben Sie angefangen, diese zwei, drei Organe, also einerseits den Darm zu behandeln, die Leber und die Niere. Ja, also alle die Dinge, die entscheidend sind, die vergiftet sein können. Mhm. Ja, und das Problem ist, dass man auch da in dem Zusammenhang wissen muss, dass ja immer wieder davon gesprochen wird, dass die Symptome im Gehirn da die eigentlichen Ursachen sind zum Parkinson, aber dass eine sehr, sehr große Rolle beispielsweise dann auch der Nervus vagus spielt, und zwar wenn der Parkinson aus dem Darm kommt, also durch die Vergiftungen, die wir auch im Darm haben, dadurch, dass der Darm auch nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte, werden über den Nervus vagus Impulse abgegeben ins Gehirn, die da den Parkinson entstehen lassen. Das sind Dinge, die hat man schon vor vielen, vielen Jahren entdeckt. Der Professor Neuenlist aus Nantes, der hat zum Beispiel da Arbeiten darüber geschrieben, dass der hat gesagt, der Bauch ist das Fenster zum Gehirn bei Parkinson. Und es gibt Untersuchungen, auch die man überall veröffentlicht werden, auch im Ärzteblatt und. Und deswegen bin ich so erstaunt, dass die Ärzte nicht dazu Stellung nehmen und immer nur die Symptome im Gehirn behandeln. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Ja, ich weiß, aber ich habe viele Komplementärmediziner schon hier gehabt. Die haben das in der Ausbildung natürlich auch nie anders gelernt. Das ist von dem her auch kein Vorwurf da. Und komplementäre Mediziner entwickeln sich halt einfach weiter, indem sie neugierig sind und noch mehr Forschungen sehen und logische Ansätze versuchen mit einzubinden. Und heute ist es ja eigentlich unbestritten, dass es eine Darm-Hirn-Achse gibt. Eben, das meine ich damit, ja. Aber jetzt zum Erfolg, jetzt mal schnell. Wie lange ging es denn zwischen dem Ausschleichen der Medikationen zum Aufbau des Darms und der gleichzeitigen Entgiftung der Leber und Niere? Wie lange ging es, bis Sie das Gefühl hatten, die Symptome werden besser, Sie sind auf gutem Weg? Gut 3 Jahre. Also ich sagte ja eben schon, ich habe also 4 Jahre insgesamt gebraucht, circa, bis dass ich sagen konnte, so jetzt habe ich keine Beschwerden mehr. Aber dass ich den Eindruck hatte, jetzt wird es langsam besser, das war so nach 3 Jahren etwa. Wirklich? Ja. Das ging so lange. Das geht so lange. Aber woher nimmt man denn die Motivation? So sagt, ich gehe jetzt den Weg und vielleicht wird es nach 3 Jahren besser. Ich hätte jetzt erhofft, dass so nach 3-4 Wochen eine Tendenz da ist, die einen motiviert, weiterzumachen. Ganz einfach. Ich werde wieder gesund, weil ich das will. Ja, da muss man sich selber die Marschrichtung vorgeben. Mhm. Man darf sich nicht mehr beeinflussen lassen von irgendwelchen Meinungen. Man hat irgendwo eine Entscheidung getroffen für sein Leben und es ging mir verdammt schlecht, dass ich diese Entscheidung treffen musste. Ich habe gesagt, Chef da oben fragen. Ich habe meine Informationen bekommen, plötzlich mit Hinweisen zu meinem Buch gesehen, mal im Fernsehen einen Bericht gesehen und. Und da war es ganz einfach so, dass ich darauf auch vertraut habe und ich den festen Willen hatte, ich will wieder gesund werden. Mhm. Und wir haben also im Nachhinein, meine Frau und ich, aus Dankbarkeit für diese Genesung haben wir eine Selbsthilfeorganisation gegründet, die Selbsthilfeorganisation Elementares Wissen e.V. in Winterberg. Da haben wir einen Förderpreis entwickelt dazu, einen europäischen Förderpreis für die Masterthesis oder für Doktorarbeiten, die eben diesen Weg auch, diesen natürlichen Weg zum Parkinson, der eben besteht aus Entgiftungen, aus Entsäuerungen und dergleichen, die das belegen können und in ihrer Arbeit denn darstellen wollen. Dafür wird dieser Förderpreis sein. Super. Dafür arbeiten wir jeden Tag ehrenamtlich. Mhm. Und es ist natürlich wirklich eine Gnade gewesen und ein großes Geschenk. Absolut. Jetzt wieder was zurückzugehen in diesem, möglicherweise auch am Menschen weitergeben kann, dass sie nicht so lange haben oder so leiden müssen oder gar nicht behandelt werden oder nur symptomatisch behandelt werden, ist natürlich wirklich eine großartige Geschichte für Sie und da freue ich mich auch darüber. Aber was mich jetzt gerade so erstaunt hat, und das finde ich wichtig, nochmals einfach klar zu sagen,
Sie haben einen Entscheid getroffen, so und so mache ich meinen Weg. Und 3 Jahre beständig dran geblieben, stur. Und dann hat es angefangen zu bessern. Ja. Das zeigt doch auch, eine Krankheit kommt nicht von heute auf morgen. Und auch die Gesundheit kann man nicht von heute auf morgen erwarten. Man braucht Zeit. Dazu kommt eben, dass ich als Laie gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ja, klar. Fange ich jetzt mit der Entgiftung an? Fange ich jetzt mit der Entsäuerung an? Hilfreich war für mich ein Hinweis, dass wohl bei mir aufgrund meiner Arbeit, auch vorher die Jahre der Selbstständigkeit, dass eine große Übersäuerung vorlag. Und da habe ich, und das spürte ich dann auch, das wurde mir dann auch klar, also neben den Entgiftungen, neben den Vergiftungen, diese Übersäuerung da war. Und das habe ich dann auch gemacht. Da habe ich so viele Dinge einfach gemacht. Die Atlas-Korrektur war eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe. Atlas-Korrektur nach Schimperli-Methode. Das ist also das Beste, was man machen kann bei der Atlas-Korrektur. Dann habe ich Dinge entwickelt oder Dinge unternommen, die gerade für die Entsäuerung wichtig waren. Da war mir das Buch Zivilisatose los von Dr. Jens Schura eine große Hilfe. Das war für mich sowieso eine der ersten Bücher, in denen ich, wie er im Anhang verschiedene Geschichten beschreibt, Genesungsgeschichten beschreibt, dass er der erste war, wo ich sehen konnte, dass Parkinson nur, in Anführungsstrichen natürlich, eine Zivilisationserkrankung ist. Mhm. Ja. Und das machte mir den Mut. Mhm. Und dann habe ich mich dran gegeben, zum Beispiel diese basischen Bäder zu machen, jeden zweiten Tag über 1,5 Stunden. Und an den Tagen dazwischen die Fußbäder, die basischen Wickel, die basischen Spülungen. Alles das habe ich 1:1 so umgesetzt. Hm. Und ich habe dann eben ganz, 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 ganz allmählich gemerkt, das bringt mir auch was. Also es wurde auch ganz sicher nicht mehr schlechter? Es wurde nicht schlechter. Und das war ja schon mal okay? Es gab schon mal wieder Tiefs dazwischen. Die gab es auch, ja. Aber trotzdem, das andere überwog ganz einfach, dass man sagte, das wird wieder, wie man so sagt. Ne? 3 Jahre lang stur und dann ging es aufwärts? Dann ging es langsam aufwärts. Da habe ich angefangen, hatte meine Frau mir den Rat gegeben, schreib das doch mal auf, vielleicht kannst du anderen Menschen damit helfen. Da habe ich damit angefangen, erste Konzepte zu schreiben zu meinem Buch, Morbus Parkinson, meine Heilung ohne Chemie. Und ich habe dann damit dann einfach auch für mich selbst immer wieder eine Bestätigung gefunden, selbst wenn mal wieder Tiefs waren, dass ich sagte, ich muss weitermachen. Ich muss einfach weitermachen. Mhm. Und so hat das funktioniert letzten Endes. Mhm. Ja. Ich höre solche Geschichten ja auch immer wieder. Und ich habe sie auch selbst schon gesehen, zum Beispiel in der Swiss Mountain Clinic. Ja. Habe ich kürzlich auch einen Parkinson-Patienten gesehen, der in eine Illusphorese ging, in eine sogenannte Blutwäsche. Ja. Und vorher konnte er kaum sprechen. Und sein Tremor war gigantisch. Ja. Und nach der Behandlung hat er mit mir gesprochen und ich hatte keinen Tremor gesehen. Ja. Und er war so glücklich. Die Augen haben so gestrahlt. Ja. Ja. Das vergesse ich nicht mehr. Also wirklich, das war so beeindruckend. Und ich höre es immer wieder, Darmaufbau und entgiften. Deswegen habe ich das eben gerade gesagt mit dem Entsäuern. Das wird sehr oft vernachlässigt, weil es so mühsam ist. Mhm. Ja. Es ist wirklich mühsam, jeden zweiten Tag für 1,5 Stunden in die Wanne zu gehen und den ganzen Körper abzuschrubben, 1,5 Stunden lang, um die Säuren rauszulassen. Es ist wirklich lästig, um es so salopp zu sagen. Aber es ist wahnsinnig gut und wahnsinnig hilfreich bei dieser Erkrankung. Und gerade Menschen, die gerade aus dem beruflichen Umfeld kommen mit dieser Krankheit, wo dann hieß es zu Anfang, der oder die hatte einen Burnout. Und dann dauerte das 3-4 Monate, dann kriegte der oder die Diagnose Parkinson. Mhm. Und genau das sind die eigentlich, die in der Regel am meisten übersäuert sind. Mhm. Und die anderen Dinge sind auch da, die Vergiftungen sind auch da, gar keine Frage. Reden wir auch noch gleich rein, was Sie gemacht haben, aber bleiben noch nur bei der Entsäuerung. Klar, diese Basenbäder sind bekannt, ja, aber mühsam, man muss es tun. Ja. Ich höre auch immer wieder, kalt duschen wäre auch so etwas, was den Körper durchflutet. Die Kneippschen-Anwendung mache ich heute noch. Aha, gut, ja, sagen Sie doch das. Ja, selbstverständlich. Gut.
Also extrem wichtig, bedeutsam, hat auch was gebracht bei Ihnen. Ja, ja. Und dann ist ja auch so, sehr viele Säure entsteht in unserem Körper ja auch durch A, durch Stress und B, durch falsche Ernährung. Wie haben Sie es da gemacht? Ja, mit der Ernährung habe ich mich natürlich erstmal umorientiert. Bis dahin war das eigentlich üblich, dass ich abends beim Fernsehen noch meine Tafel Schokolade gegessen habe. Und das ist aber auch sehr Parkinson-typisch. Klar, und nach Sie der können, Spaghetti noch die Schokolade. Ja, selbstverständlich. Mhm. Nein, nein, also das, diese Dinge, die passieren ganz einfach so. Und da, das muss man dann erkennen. Da muss man teils hingeführt werden, teils geht auch irgendwann die Lampe an. Und man sagt, ja, verdammt nochmal, der hat ja recht, das ist einfach so. Ne? Was esse ich da? Ja, ich erlebe das, ja, ich mache regelmäßig, jetzt war es 2 Jahre unterbrochen, aber bis dahin, sogenannte Parkinson-Coachings, ganzheitliches Parkinson-Coaching für unsere Mitglieder. Und dann kommen die Geschichten natürlich zusammen. Einmal, was die Menschen mir zu berichten haben und zum anderen, wenn ich dann darüber berichte, was ich dann wie gemacht habe und dass ich dann den Leuten 1:1 das so übertragen kann. Ja, das ist sehr effektiv. Wichtig. Sonst hört man es ja nicht, dass ein Parkinson-Patient vielleicht auch mal die Ernährung umstellen sollte, auf vielleicht kohlenhydratarme Kost und hochwertige Kost. Das sagt ja niemand. Deshalb sagen Sie es jetzt, weil die Zuschauer hören Ihnen zu. Richtig, richtig. Und gerade die hochwertige Kost, das ist genau der Punkt, die vitaminreiche Kost. Mhm. Die Dinge auch teilweise so roh wie möglich alles zu haben. Mhm. Auch das gehört dazu. Und es ist einfach lästig. Ich stelle das immer wieder fest, dass Menschen dann auch die vorher um Rat gefragt haben. Und wenn man dann vielleicht nach einem Jahr nochmal telefoniert, haben sie das denn gemacht? Der eine oder andere hat es gemacht und dem geht es auch besser. Hm. Aber der eine oder andere hat es eben nicht gemacht. Tja. Und jammert dann rum, warum es ihm immer noch so schlecht geht. Ja. Das Menschen sind so. Und dann nochmals zurück zu dem, was Sie vor 5 Minuten gesagt haben. Es braucht Zeit. 3 Jahre. Das ist der Punkt. Punkt. Und wenn ich heute sage, ich esse kein Brot mehr, keine Nudeln mehr, keine Pizza mehr, und das 3 Jahre lang, dann ist das ein harter Entscheid. Heute kann ich sagen, es gibt für alles super Alternativen, man muss auf nichts verzichten. Selbstverständlich. Oder idealerweise ist, wenn ich nach den 3 Jahren auch das immer und dann nicht wieder esse. Mhm. Sie sagt gerade, dass ich dann 3 Jahre das nicht esse. Ich soll am besten dabei bleiben, ja, und es in Zukunft überhaupt nicht mehr essen. Klar. Und mich eben alternativ ernähren durch die vegane Kost, die wir ja haben. Und diese, das sind ja Beispiele, die sind so vielfältig, dass brauche ich jetzt nicht auszuführen. Sie haben sogar auf vegan gewechselt oder nur vegetarisch? Vegetarisch habe ich vegetarisch gewechselt. Vegetarisch, okay, ich habe vegetarisch gewechselt. Das hat für mich auch so ausgereicht. Mhm. Und vielleicht ist es bei dem anderen einen oder anderen anders erforderlich, aber es ist zumindest schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ne? Mhm. Ja, sehe ich auch so, ja. Genau. Ja. Und falls Fleisch, dann halt einfach wirklich auch da wieder. Welche Qualität Fleisch isst man da? Welche Eier isst man da? Welchen Käse isst man da? Es ist immer dasselbe. Hä? Zum Beispiel, in Deutschland ist zum Beispiel ein riesiges Problem Rohmilchkäse. Ja. Ne? In der Schweiz ist das normal, Rohmilchkäse. Alle klassischen Schweizer Käse sind Rohmilchkäse. Mhm. Aber in Deutschland ist das ein Problem. Und da kann man auch nicht unbedingt auf die die Erfahrung der Käsefrau-Fachverkäuferin hoffen, dass die weiß, was ein Rohmilchkäse ist. Mhm. Da muss man sich also selber schon mal informieren und das machen. Mhm. Das sind ganz Details. Nein, nein, es ist ganz wichtig. Trotzdem, Entsäuerung war ein großes Thema. Entsäuern über Basenbäder, Kaltduschen und Ernährungssituation angepasst, sodass nicht noch weitere Säure kommt. Die mentale Situation, wie waren Sie da im Stress? Konnten Sie runterfahren? Haben Sie sich aufgewühlt? Wie war das? In der Zeit der Krankheit war es ganz extrem schlimm. Das war diese sogenannte REM-Schlafstörungen, dieses Treten mit den Füßen und das Zucken des ganzen Körpers. Das kam dazu, auch nachts schreien. Und ich hatte ja das Problem auch mit den Medikamenten, die mir ja überhaupt nicht bekommen sind. Habe ich nachts Monster gesehen, Schatten gesehen. Das ist, wenn diese Medikamente dann noch mit Psychopharmaka kombiniert werden, mit Fluoxetin, die Fluoxetin enthalten, dann haben wir verloren. Gibt's? Dann kommt das an, ich habe mich nachts nicht mehr zur Toilette getraut. Ich musste meine Frau wecken, dass sie mich zur Toilette führt. Schlimm war das. Ist das bei vielen so, die mit diesen Medikationen versehen werden, dass sie so reagieren oder ist jeder anders? Ich habe die Frage nicht verstanden. Es sind das viele Parkinson-Menschen, die diese Medikationen kriegen, ja, die dann auch so reagieren darauf.
mit solchen Nebenwirkungen? Ja, das ist die häufig normale Reaktion. Oh, okay. Ja, es geht nicht anders. Hm. Es ist furchtbar viel Leid, was die Menschen da ertragen müssen. Hm. Und ich kann es nur immer wieder wiederholen. Wir müssen endlich die Ursachen behandeln beim Parkinson. Wir müssen damit aufhören, nur die Symptome zu behandeln. Das ist das eigentliche Problem. Aus meiner Sicht müsste der Neurologe mit dem Internisten permanent zusammenarbeiten, um diese beiden Möglichkeiten für den Patienten zu erfüllen. Das passiert aber nicht. Der Patient ist alleingelassen, er muss selber suchen. Das ist die Schwierigkeit. Deshalb bin ich ja so stolz, dass wir heute einen Ansatzpunkt geben können, wie es eben auch sein kann oder welche Überlegungen ein Parkinson-Patient auch noch anstellen könnte, um seiner Selbstheilung eigentlich mehr Antrieb geben zu dürfen. Und einerseits, jetzt haben wir über die Übersäuerung gesprochen, ist auch völlig verständlich, oder? Ja. Jeder Schmerz, jede Entzündung, jede Krankheit kommt aus einem sogenannten Elektronenmangel. Das ist aus der Physik oder auch bekannt. Otto Warburg hat das ja auch schon gesagt. Ja. Dass wir da entgegenwirken durch das Umswitchen ist klar. Das entsteht der Tropfen, heilt den Stein, sagen wir mal so. Aber Sie haben da zusätzlich eine Komponente Entgiftung mit einbezogen. Und das ist ja wieder so ein Streitwort, weil es heißt immer wieder, Vergiftung gibt's nicht. So, und die Komplementärmediziner sagen ja, sehr wohl gibt's die. Und wie sogar? Und ja, natürlich. Was haben Sie gemacht? Wie haben Sie es gemacht? Also bei mir war es so, dass ich durch einen glücklichen Zufall hier in der Schweiz eine Heilpraktikerin gefunden habe, die im Rahmen der Dunkelfeldmikroskopie diese Dinge sehr genau erkennen konnte. Ja. Und diese Dunkelfeldmikroskopie, die arbeitete nach dem System von Eckhard Scheller. War also eine andere Form, als wir sie sonst kennen. Und das bedeutete aber auch, dass sie ein großes Wissen darin hatte, um welche Entzündung es sich handelt, um welche Vergiftung es sich handelt, um welche anderen Stoffe es sich handelt, auch an Pilze. Und die Verpilzungen waren auch bei mir, spielten bei mir auch eine große Rolle. Und was das alles war. Und dann haben wir, beziehungsweise sie hat mir dann entsprechende natürliche Medikation dazu empfohlen, die ich auch strikt genommen habe, wo ich mich danach gerichtet habe, die mir natürlich auch geholfen haben. Also das ist eben der Punkt. Natürlich brauche ich einerseits meinen eigenen Willen, um das alles zu tun und zu machen. Andererseits brauche ich aber auch Fachleute, die mich beraten können, kompetent beraten können. Und da habe ich also einen riesen Glücksfall gehabt. Ich rief abends mal einen Schweizer Freund an und der erzählte mir, hier im Schweizer Fernsehen gab es eine Heilpraktikerin, die eben dann die Parkinson erkennen könne und Parkinson messen könnte. Ich sage, gib mir die Adresse, wir fahren dahin. Und meine Frau hat mich dahin gefahren, ich selber war gar nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren. Und dann hatten wir 3 Tage später einen Termin da und dann kam dieser Kontakt zustande. Und der war also sehr, sehr maßgeblich auch für meine Gesundung dann dabei. Mhm. Das will damit sagen, sich nur auf sich alleine zu verlassen oder das jetzt zu sagen, ich mache das jetzt. Das, so einfach ist es auch wieder nicht. Man muss schon kompetente Hilfe dabei haben. Mhm. Verlässliche Hilfe dabei haben. Ja, ich kenne das Dunkelfeldmikroskopie nach Enderlein und habe da auch schon gesehen, dass wenn man das seriös macht, schaut man wirklich über 18 Stunden, 24 Stunden das richtig. Blut an und nicht einfach nur einen Moment und fertig. Sehr richtig. Eben der Scharlatan. Der Knackpunkt ist das aber schon. Einer der Knackpunkte. Mhm. Da muss man eben auch sehen, dass Enderlein, diese Dinge sind gut und richtig, gar keine Frage. Das ist aber, dieses Wissen ist über 100 Jahre alt. Eckhard Scheller hat das Wissen ja nochmal aus Amerika wieder zurückgebracht, mit Wissen von den Professoren, die damals in Deutschland gearbeitet haben. Das ist viel weiter ausgebreitet und betrifft vielmehr den Darm. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Wenn man sich mit Scheller befasst, dann stellt man fest, auch da in der Dunkelfeldmikroskopie sind Darstellungen und Abbildungen dazu, zu Darmbakterien und zu Darmbelastungen, die findet man denn beim Enderlein gar nicht. Mhm. Ja. Und das war jetzt Ihr Weg. Einerseits, es waren Pilze da, das Milieu verändert werden musste, dass sich der Pilz reduziert. Ist das korrekt? Pilz reduziert, es waren eigentlich vermehrt Pilze da. Die Pilze waren nicht reduziert, die Pilze waren vermehrt da. Im Darm?
im Darm und im Blut. Mhm. Also nachweisbar im Blut, nachweisbar in diesem einen Tropfen bei der Dunkelfeldanalyse. Dann parasitäre Belastungen hat man auch angeschaut. Parasitäre Belastungen waren da, Schwermetalle waren da, Quecksilber, Blei. Blei war, war bei mir auch ein großer Punkt. In der Nachforschung hat es sich dann so ergeben, dass in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, damals Bleirohre waren nach dem Krieg. Klar. Und die Pilze, da fangen wir doch ganz einfach an. Wenn früher die Pilze Schimmel an der Marmelade war, dann hat man das weggemacht oder das Brot war schimmelig. Da hat die Mutter die eine Scheibe abgeschnitten, dann wurde das weitergegessen, weil kein anderes Brot da war. Genau das habe ich kürzlich mit einem Biochemiker angeschaut, dieses Problem. Ja, ja. Nimmt man oben nur noch das bisschen weg oder nicht? Und er hat es ganz einfach erklärt. Ein Pilz zum Beispiel in der Natur kommt oben ein bisschen raus, aber unten ist ein Riesennetzwerk. Richtig. Und genau so sieht es mit der Marmelade aus. Richtig. Deshalb und mit dem Wegschmeiß. Ja, ja, klar. Natürlich. Aber meine Mutter hat das früher auch so gemacht. Oben, zack, ein bisschen großzügig weg und fertig. Man hatte nicht viel, man spart, was man hat. Das hat sie gelernt. Eben. Und jetzt weiß ich, wie gesagt, aus der Analyse des Naturmediziners, der das ganz klar dargestellt hat, das Netz der Pilze geht bis runter. Gut, also auch noch eine Pilzebelastung, die haben sicher viele Menschen auch schon, aber ein gesunder Darm mag das ja immer noch ausbalancieren. Was ich erwähnen muss zu den Pilzen, ganz wichtig ist mir dabei der Aspergillus nigra, der ja auch in jedem Haus zu finden ist. Und ich habe das erlebt bei einem Coaching, das ich gemacht habe. Da war ein Landwirt aus Holland, aus den Niederlanden da, der brach plötzlich in Tränen aus, als ich dann erzählte vom Aspergillus. Und ich frag, was ist passiert? Sagt er, jetzt weiß ich, woher ich meinen Parkinson habe. Ich habe in meinem Schlafzimmer eine Wand in dem alten Hof, den er von seinen Eltern und Großeltern geerbt hat, war eine Wand ganz schwarz vom Aspergillus. Und das war sein Schlafzimmer. Toll. Und das sind Fälle, da könnte man sehr, sehr traurig drüber werden, wenn man das sieht. Die Menschen wollen es aber nicht erkennen. Ich spreche jetzt nicht von dem bisschen schwarz im Kühlschrank, falls das schon schlimm genug ist. Aber wenn solche dramatischen Dinge da sind, da muss man wirklich eingreifen. Und aber die Leute wissen es nicht. Und deswegen sind diese Coachings ebenso wichtig. Wie lange haben Sie Entgiftungen dann gemacht? Kann ich Ihnen so im Detail jetzt nicht sagen. Also wie gesagt, dieser ganze Prozess hat insgesamt 4 Jahre gedauert. Und diese Entgiftungen, die habe ich mindestens eben doch 2,5 bis 3 Jahre, lief das doch darüber. Und wie Inosphärese, Gelatausleitungen, Spirulina, Chlorella, Spirulina, ja, aber Inosphärese gab es damals noch nicht, da war kein Thema. Wir sprechen also ja von klar. 2007, 2008. Ja, ja. Das gab es damals nicht. Und die Gelattherapie, da wurde mir dann auch gesagt, dass die Bluthirnschranke nicht überwindet, also die Dinge dann, die da oben tatsächlich passieren, habe ich auch, so auch nicht wirklich hilfreich ist. Ja. Und so habe ich es auch empfunden. Die Ergebnisse waren zwar besser, aber mir ging es nicht besser. Und dann habe ich damit wieder aufgehört. Wie haben Sie denn sonst denn die Belastungen aus dem Körper gebracht? Ja, einmal vom Kopf her, dass ich mich nicht konzentrieren konnte, dass ich nicht klar sprechen konnte. Nein, die Ausleitung. Wie haben Sie den Dreck rausgebracht, die Schwermetallbelastung? Mit Medikation. Ah. Naturmedizin. Also die Heilpraktikerin, die ja maßgeblich und auch ein Naturarzt, die maßgeblich daran beteiligt sind, haben mir entsprechende Präparate verordnet, die ich dann genommen habe und dann auch meine Ernährung umgestellt habe. Und Sport gemacht habe, Trampolin gemacht habe, Yoga angefangen habe. Ich wollte Qigong machen, aber das konnte ich nicht mehr. Ich bin bei den Übungen umgefallen, weil ich nicht mehr koordinieren konnte. Und ich bin in dieser Zeit eben sehr oft gestürzt. Und das war mir dann zu gefährlich. Aber mit Yoga, da konnte nicht viel passieren. Da lag ich ja schon mal gut da unten. Und das muss man dann intensiv machen. Man muss es einfach tun. Jetzt kommen schon wieder so 2, 3 Schätze heraus per Zufall, einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Yoga ist ja etwas auch für die geistige Richtig. Ruhe, sodass man auch geistig entstressen kann und den Körper nicht zusätzlich entsäuert. Wertvoll. Sie reden vom Trampolin. Ja. Also nicht einfach hin hochspringen, sondern es geht ja nur gar um die Schwingung, Fall. Oder? Genau. Das ist also der ganz große Knackpunkt, wenn die Leute Trampolin hören, dann springen die wie wild darauf rum, so gut es noch geht.
was aber grundfalsch ist. Sondern man muss die Füße auf dem Tuch halten und einfach nur den Körper schwingen dabei. Und wenn Sie das bei offenem Fenster machen, so eine Viertelstunde lang, dann soll das nach Angaben des Herstellers zumindest so viel Sauerstoff in die Lunge gebracht haben wie ein 2000 Meter Lauf. Mhm. Das ist doch schon mal was. Ja, ich mache das mit dem Trampolin auch sehr häufig, morgens eine halbe Stunde. Und das hat mir zu sehr viel Gewichtsverlust verholfen, ohne Anstrengung. Und eine muskuläre Fitness von unten bis oben, habe ich das Gefühl. Es hat sich gewaltig was verändert. Also ein super Zeug. Und speziell für Parkinson-Patienten vermute ich hier, dass die neurologischen Verbindungen hier oben auf Hochtouren laufen durch das Wippen. Es muss sich ganz langsam bilden. Also als ich diesen Tipp bekam mit dem Trampolin, dann haben wir es auf den Weg gemacht und hatten das Glück, in ein Geschäft zu kommen, wo die Fachverkäuferin, in dem Fall muss ich das aber lobend erwähnen, ohne Ironie, es war wirklich eine Fachverkäuferin, das einfach so gemacht hat und sagte, wir haben hier 7 Trampoline stehen, gehen Sie die einfach ab, probieren Sie die aus und was das Beste ist, dann sprechen wir darüber. Und das war eine gute Sache. Das Problem war nur, ich konnte noch gar nicht auf dieses Trampolin alleine gehen. Ich war körperlich dazu überhaupt nicht mehr in der Lage. Mhm. Meine Frau musste mich festhalten und so führen. Und dann sage ich, da gibt es auch ein Trampolin mit einer Stange, wo ich mich dann festhalten kann. Und da sagte sie, kaufen Sie die nicht mit der Stange. Also die Stange nicht kaufen. Machen Sie das jetzt ein paar Mal mit Ihrer Frau und Sie werden sehen, irgendwann können Sie es auch alleine wieder. So ist es, genau. Und so war es dann auch. Trampolin ist ja nicht gleich Trampolin. Also ich höre aus medizinischen Sichtweisen eigentlich nur immer eins, was ich die Marke jetzt nicht nennen darf, aber es fängt mit B an, oder? Und hört mit O auf. Richtig. Wir reden vom selben. Richtig. Naja, das ist einfach eine ganz andere Liga für medizinische Zwecke, das andere. Richtig. Super. Richtig. Die Phase ist jetzt mal durch und jetzt möchte ich mal die heutige Situation analysieren. Ich schaue Sie an, ich habe Sie gesehen, wie Sie gekommen sind, die Treppe runter. Ich sehe kein Tremor, ich sehe gar nichts. Ich sehe einen gesunden Menschen. Ist davon das so von A bis Z labortechnisch beim Schularzt nochmals gewesen, analysiert, ist nichts mehr? Und was sagen die Schulmediziner jetzt zu diesem Resultat? Das muss ein Wunder gewesen sein. Schön. Wenigstens betitelt er es als ein Wunder. Aber das war das gute Ergebnis, was ich dabei hatte. Mhm. Ne? Also es ist eher traurig, was da für Kommentare kommen. Das kann man gar nicht wiederholen. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber dieses Wunder hat ja jeder Mensch verdient. Jeder Zuschauer hat das verdient, dieses Wunder selbst an sich zu erleben. Aber das Wunder fällt nicht vom Himmel. Man muss was tun. Richtig. Und in der Zeit, wo ich merkte, dass es mir ein bisschen besser ging, da sagte mir mal ein Arzt, ach, wissen Sie, Herr Pogel, bei Ihnen ist das alles nur ein Placebo. Also diese Genesung. Ja. Ja, ein Placebo. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, das ist mir furchtbar egal, wie Sie das nennen. Großartig. Wichtig ist, mir ist wichtig, dass ich mich besser fühle, dass ich fühle, dass ich auf dem richtigen Weg bin und den weiterverfolgen werde, ob Sie das wollen oder nicht. Mhm. Und das ist das Entscheidende dabei. Es ist ja völlig egal, worum man gesund wird. Und wäre es der Placebo, ist es großartig, wenn man dann erkennt, was der Geist, die Psyche in der Lage wäre, für einen Heilungseffekt zu machen. Richtig. Da ist das ja nur super. Ja. Natürlich, also, mehr kann man nicht tun. Nein, wirklich nicht. Mehr kann man nicht tun. Wobei ich jetzt da schon die Überzeugung habe, dass es alles in allem war. Die Psyche, die Überzeugung, heil werden zu wollen und der Wille, etwas aus was zu tun über die Entgiftung und die Basen, letztendlich die Entsäuerung, was in sich nur ein vollkommen logisches Bild gibt von einem Besserungsweg. Jetzt, ich habe hier zu meinem großen Erstaunen gesehen, Sie haben 2 dicke Schinken geschrieben. Die sehen zwar sehr dick aus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es wurde von ihm geschrieben, gezielt für Parkinson-Patienten, die ebenfalls leiden darunter. Das Buch ist so dick geworden, weil sich die Leute sehr viel überlegt haben. Sie haben nämlich eine sehr viel größere Schrift gewählt, sodass es auch ältere Leute lesen können. Und auch so mit der, nicht schön... Im Flattersatz, genau. Ja, genau. Und hier drin sind alle diese Sachen drin, was Sie gemacht haben und Empfehlungen. Und,
Und mehr. Und mehr. Da sind also auch die Dinge drin, die mir zugetragen wurden, die ich dann, nachdem es mir besser ging, auch selber nicht mehr ausprobieren konnte, die es mir aber wert waren zu erwähnen. Mhm. Und natürlich die Dinge, die mir geholfen haben. Das ist ganz klar. Es ist also ganz ehrlich so geschrieben, wie es ist. Es sind Anwendungsbeispiele dabei. Es werden die verschiedenen Behandlungskonzepte da angesprochen, wie Dunkelfeld und dergleichen. Also das ja, das wird alles dabei erwähnt. Ich habe nur gerade vorne noch Goji-Beeren gelesen da drin. Die großen Beeren, Goji-Beeren, Shisandra-Beeren. Ja. Wegen der Antioxidantien-Wirkung. Ja, ganz wunderbar. Also da sind auch die Erkenntnisse, die aus dem asiatischen Raum kommen, zu Shisandra und so, die sind dabei erklärt und bewiesen. Das ist ganz gut. Das habe ich auch gerade gesehen, Glutamat und so Sachen, also auch Sachen, wo man verzichten sollte. Das wird ausdrücklich alles beschrieben, was man besser nicht mehr zu sich nehmen sollte. Und das ist alles Wissen, was Sie sich zusammen erarbeitet haben, aus Ihrer eigenen Krankheit heraus, Ihre Erkenntnisse, und die zu diesem Resultat geführt haben. Richtig. Also, so einfach ist das. Ja, so einfach ist das nicht. Sie sind schon ein Held über sich selbst. Ja. Also was Sie da erreicht haben. Und ich meine, wen wir jetzt völlig vergessen haben in der ganzen Geschichte, ist auch, und das habe ich vorhin kennengelernt, Sie haben eine unfassbar starke Frau an Ihrer Seite. Gott sei Dank. Mhm. Ja, ja. Weil ich weiß ganz genau, dass dieser Heilungsweg nur klappte, weil eine Frau mitgezogen hat am Klebenstrich. Unbedingt richtig, ja. Und sie sagte, mein Mann kommt hierher, aber nur mit mir. Ja. Nein, nein, also die Unterstützung, die ich durch meine Frau bekommen habe, die ist unbeschreiblich. Die ist also, das geht über alles hinaus, was man normalerweise sich vorstellen kann. Also ein Mann braucht auch diese Unterstützung, wenn er diesen Weg in die Heilung gehen will. Richtig. Denn sie muss ja auch schauen, dass richtig gekocht wird, richtig eingekauft wird. Also nicht sie muss, er kann es ja auch selbst tun, aber gemeinsam ist es eher besser. Nein, ich hätte es nicht mehr selber tun können. Ah, auch ich konnte noch. Nicht mehr alleine einkaufen gehen. Ich konnte nicht mehr vor die Tür gehen. Ich konnte es nicht. Ohne meine Frau konnte ich es nicht. Ja. Ich stand am Bordstein und kriegte das Bein nicht hoch, um weiterzugehen. Es ging einfach nicht. Und das waren noch die guten Tage. Also von daher ist es eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Vielleicht darf ich doch das andere Buch nochmal erwähnen. Das Grüne, Parkinson ja, und Co. Wieso entsteht aus einem Heilungsansatz, den Sie erlebt haben, ein zweites Buch? Das ist wirklich erklärenswert. Warum? Weil in diesem zweiten Buch, Parkinson und Co., ganzheitlich begegnen, beschreiben unsere Mitglieder die Geschichte, wie sie ihren Parkinson bekommen haben oder aus welchen Gründen oder aus welchen Vergiftungen heraus. Und das ist ein Beispiel für die Benutzer in Zukunft, zu sagen, ich bin beispielsweise auch viel Flieger, ich habe die PCB-Belastung, ich könnte sein zumindest bei mir, ich habe die und die Belastungen aus den und den Erkenntnissen in meinem Leben lang. Das alles, da habe ich dann nochmal extra zusammengetragen. Und dann habe ich natürlich, man muss das so sehen, das blaue Buch ist 2010 entstanden. 2012 ist es auf der Buchmesse das erste Mal vorgetragen worden, vorgestellt worden von mir auf der Leipziger Buchmesse vor 10 Jahren. Aber diese Erkenntnisse, die ich dann im Laufe der Jahre auch durch meine Coachings bekommen habe, waren es mir wert, dieses grüne Buch, Parkinson und Co. zu schreiben. Weil nämlich da Dinge erklärt werden können, die ich vorher wusste, aber nicht erklären konnte. Ob es jetzt sich um Vergiftungen handelt oder beispielsweise auch, dass es Erkrankungen gibt, die wie Parkinson aussehen. Wenn man mit dem Tremor zum Neurologen kommt, dann sagt er, nehmen Sie die und die Tabletten mal. Wenn Sie nach 3 Wochen, wenn es dann besser geworden ist, haben Sie Parkinson. So einfach ist es ja nun mal nicht. Denn dieser Parkinson erkennt, oder wissen wir ja in der Zwischenzeit, kommt aus der Vergiftung, kommt aus der Übersäuerung und. Und so habe ich festgestellt, dass es eine ganze Reihe Erkrankungen gibt, die Parkinson-Symptome haben, die mit Parkinson-Medikamenten behandelt werden, die aber gar kein Parkinson sind, die teilweise aber auch von anderen Medizinern auch schon erkannt werden als Erkrankung der Leber beispielsweise, die hepatische Enzephalopathie, über die ich da geschrieben habe, der Morbus Wilson, über den ich da geschrieben habe und viele, viele andere mehr sind nur Beispiele dafür, dass die Behandlung eben so einseitig verläuft, weil man eben nur das Gehirn behandelt und nicht den ganzen Menschen.
Und das ist das Problem. Und solange wir nur das Gehirn behandeln, wird Parkinson immer eine unheilbare Krankheit bleiben. Alleine dieser Satz, unheilbare Krankheit, ist doch schon eine Frechheit. Eine Frechheit an sich. Ne? Sehe ich auch so. Jetzt erinnere ich mich gerade, das war vor ein oder zwei Wochen, da hat mir ein Herr aus dem Tirol eine E-Mail geschrieben und gesagt, Herr Glock, ich weiß nicht mehr, was ich machen kann. Mein Tremor wird immer schlimmer. Ich habe alles gemacht, ich krieg's nicht los. Und dann war gerade ein Herr da, der Professor Thomas Rau. Und da habe ich ihm von der Paracelsus-Klinik, habe ich ihm gesagt, machen wir gleich eine Sendung darüber. Und was sagt er als allererstes? Entgiften, und Darmsanierung, genau das Gleiche. Ja. Man muss nicht mit diesem Tremor leben, da kann man was tun. Ja. Ich hoffe, dieser Herr aus Österreich sieht das jetzt auch gerade. Und dann darf man eigentlich Ihre zwei Bücher jedem betroffenen Menschen empfehlen, als Lektüre, um einen anderen Blickwinkel auf die Dinge zu bekommen. Richtig. Der Kernsatz ist eigentlich, ein Tremor macht noch keinen Parkinson. Wenn man einen Tremor hat, hat man noch lange keinen Parkinson. Da kann man irgendwelche anderen Krankheiten auch haben, die ich da beschrieben habe. Und da will ich die Leute hinführen damit, dass sie das erkennen und sagen, Moment mal, ich habe zwar den Tremor, aber bei mir läuft das aber so und so ab. Und da finden die dann vergleichbare Geschichten dazu, zu anderen Krankheitsbildern, zu anderen Erkrankungen, die auch anders behandelt werden können dann. Das wäre dann aber eher das grüne Buch, oder? Das ist dann das grüne Buch, ja, genau. Das blaue Buch ist ausschließlich meine Geschichte. Ja, aufgrund von Ihrer Diagnose und Ihren Symptomen. Richtig, und was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe, wie ich was angewendet habe. Bei dem blauen Buch haben wir im Anhang noch Arbeitsblätter, die man ausarbeiten kann, wo jeder für sich oder ein Familienmitglied dann für den Betroffenen ein Arbeitsprogramm entwickeln kann, was er machen kann, was man machen muss. Aber trotzdem ist es ja eigentlich Ihr Leben, Ihren Heilungsweg vom blauen Buch letztendlich in vielen Dingen auch systematisch für die Leute, die eine andere Krankheit haben, aber es ist immer in der Basis ähnliche Ansätze. Entsäuerung, Entgiften, Ernährungswandel. Ernährung. Also das muss er so oder richtig. So lesen, ja, oder? Ja, natürlich. Und auch die Verständnis, warum kein Glutamat, warum kein Gluten, warum dies und jenes nicht, das muss man ja wissen. Richtig. Sonst macht man es ja im Unterbewussten immer noch weiter. Dass wir eben nur noch die Dinge essen und trinken, die uns auch wirklich weiterbringen gesundheitlich. Und es auch wieder reparieren können unter Umständen. Also ISBN-Nummer hat das Buch, von daher muss man einfach Ihren Namen eingeben und dann findet man so ein Leitbuch von Ihnen. Gibt es viele Bücher zu diesen Krankheiten, wo Sie sagen können, ähnlich umfassend erfolgsversprechend sind? Oder sind denn sehr viele Bücher wirklich irgendwie schulmedizinisch orientiert? Das will ich nicht unbedingt sagen. Es gibt natürlich einige dabei, die schulmedizinisch orientiert sind. Das ist keine Frage. Es sind aber oftmals Bücher dabei, die es dem Parkinson-Erkrankten leichter machen sollen im Alltag. Mhm. Also da geht es dabei, Stützen oder Hilfen oder Esshilfen oder so etwas, was da beschrieben wird. Das ist aber nicht mein Thema. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Denn ich will ja aus der Krankheit rausführen. Meine Geschichte ist ja, aus der Krankheit herauszukommen. Ne? Natürlich ist es auch wichtig, wenn ich jetzt beispielsweise, kennt man das auch beim Parkinson, dass man immer, weil man Mühe hat, die Schritte zu gehen, dass man mit einem Ball immer vor sich her spielen soll. Dass man dann automatisch, der Körper automatisch dem Ball folgt. Das ist eine gute und richtige Geschichte. Hilft mir auch in dem Moment. Hilft mir aber nicht, den Parkinson loszuwerden. Toller Ansatz. Und das ist, dieses Buch macht es eben so, dass es das erklärt, wie wichtig das ist. Nochmals zurück zu dieser Selbsthilfegruppe, die haben Sie gegründet. Das heißt, betroffene Menschen, die könnten jetzt sagen, es interessiert mich sehr, mit gleichgesinnten Menschen zu sprechen oder auch mit Menschen, die einen Weg gefunden haben, gesund zu werden. Und dann kann man sich da melden und dann kommt man vorbei und dann tauscht man sich aus. Oder wie läuft das? Ja, ich meine, meine Frau und ich, wir betreuen die ja alleine ehrenamtlich. Das muss man dazu sagen. Unsere Zeit ist irgendwo begrenzt, natürlich. Also ich habe es so gemacht, dass ich Telefonzeiten eingerichtet habe. Oder wenn es um ein neues Mitglied geht und es geht um eine längere Geschichte dabei, dass ich dann sage, wir machen einen Telefontermin und dann Endloszeit habe für den Anrufer oder für das neue Mitglied. Das mache ich auf jeden Fall.
Und was wir natürlich anbieten, jetzt wieder ab März, dass wir sagen, wir machen ganzheitliche Parkinson-Coachings, wo die Menschen zusammenkommen können. Und das ist sehr wertvoll, dass sie sich auch untereinander austauschen können, weil es gibt ja so viele verschiedene Formen von Parkinson, dass sie das erkennen können, der hat dies und der hat das gemacht und der hat jenes gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sich auch anzusehen dabei, ganz, ganz entscheidend. Also das sind Dinge, das unterstützen wir, diese Arbeit unterstützen wir dabei. Ne? Jetzt habe ich gerade so ein paar Gedanken gehabt, die sind vielleicht schwer zu fassen, aber manchmal passieren Krankheiten ja nicht einfach aus Zufall. Es ist ein langer Weg dahinter gewesen, aber schauen wir mal zurück, retroperspektivisch betrachtet, was Sie jetzt für eine Arbeit machen, gemeinnützig, zum Wohle von anderen, muss Sie doch unfassbar glücklich machen. Oder? Das ist so. Das ist so. Das ist also an jedem Tag so, wo ich aufstehe. Da ist auch die Krankheit auch ein Geschenk gewesen, ja, sich weiterzuentwickeln, sich anders zu entwickeln und vielleicht auch ein bisschen Demut haben vor dem Leben. Ja, es ist natürlich, wenn so eine Krankheit auftaucht und man kommt voll aus dem Geschäftsleben. Meine Frau und ich, wir sind Architekten, wir waren lebenslang selbstständig. Mhm. Und da können Sie sich vorstellen, da war auch sehr, sehr viel Stress dabei. Zu viel Stress, wie ich da festgestellt habe. Aber das merkt man dann nicht, wenn man jung ist und wenn man arbeitet, normale 16-Stunden Arbeitstage hat, dann ist das so. Dann nimmt man das weg. Und wenn man aber bedenkt, dass diese Krankheit einem das alles genommen hat, dass es auch wirtschaftliche Einbußen gibt, weil eben es nicht mehr geht, das ist dann auch ganz furchtbar. Und das ist so ein Punkt, da muss man dann drüber kommen. Das ist nicht einfach. Aber es geht. Und wir schaffen es. Und so. Es ist so wirklich, wie Sie sagen, diese Arbeit, die wir heute tun, macht uns glücklich und zufrieden. Das kann ich in jedem Fall so unterschreiben. Das ist richtig. Und was man sät, erntet man. Und was Sie jetzt säen, dürfen andere Menschen ernten, letztendlich aus Dankbarkeit einen neuen Weg zu finden. Und Ihnen wurde das Wissen geschenkt und Sie schenken es wieder weiter. Ich glaube einfach, das ist so viel Menschlichkeit und Ritterlichkeit, was da an einer Bewegung von Ihnen und Ihrer Gattin gemacht wurde. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr das überhaupt macht. Das ist etwas unfassbar Schönes. Und wir können uns alle als Zuschauer eine große Stück Scheibe davon abschneiden, zu sehen, dass es solche Menschen gibt wie Sie, die wirklich mit vollem Herzblut versuchen, Menschen einen Weg zu zeigen, gesund zu werden. Und da geht mein Herz auf für das Steckhus 24. Und es ist mir eine große Ehre gewesen, diese Sendung jetzt mit Ihnen zu machen. Ja, Herr Pogel, es gibt auch Ärzte, die diesen Weg machen. Eine davon ist ja auch zum Beispiel die Petra Wiechel von der Swiss Mountain, wo Sie auch immer wieder Vorträge dort anbieten. Ja, auf jeden Fall. Volle Unterstützung haben wir durch Frau Dr. Wiechel. Mhm. Auf jeden Fall. Und das ist eine ganz wunderbare Verbindung, die sich da ergeben hat. Das ist ganz, ganz toll. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir uns kennen und dass wir uns austauschen können. Und wir sind immer wieder gerne in der Swiss Mountain Klinik, auf jeden Fall. Und das war eigentlich mein Ansatz an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir dürfen Ihnen nie empfehlen, irgendwelche Medikationen einfach abzusetzen. Der Gast hat es einfach gemacht. Das ist mutig. Wenn wir Ihnen etwas anderes empfehlen dürfen, dann immer es ausschleichen zu lassen in Zusammenhang mit einem Lösungskonzept und einem Arzt, der Sie begleitet. Deshalb habe ich jetzt auch gleich die Swiss Mountain Klinik noch genannt, weil dort eine Person dahinter steckt, die Wege kennt oder eben gemeinsam mit dem Herrn Pogel in solchen Gruppen arbeitet und eben sie begleiten kann. Aber auf keinen Fall dürfen Sie einfach aufhören mit Medikationen, ohne es mit Ihrem Arzt vorher zu besprechen. Ja, und ich persönlich könnte eigentlich nur eins sagen, würde es mich jetzt betreffen, würde ich wirklich als allererstes Ihr Buch lesen. Und dann schauen, was kann ich alles mit einem guten Gefühl in mein Leben einbauen? Und dann einfach geduldig dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Drei Jahre. Das ist das. Das ist der Punkt, dranbleiben. Ja. Die Ausdauer muss man haben, aber die Hilfe hat man auch, wenn man es denn will. Das ist das Entscheidende. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für dieses schöne Gespräch. Sehr gerne, sehr gerne. Danke. Hoffen wir mal, dass wir da 10.000, 100.000 Patienten, Parkinson-Patienten erreichen dürfen mit einer anderen Sichtweise. Vielleicht sind es nur 50 oder 100, spielt überhaupt keine Rolle. Jeder Mensch, der den Weg in die Heilung findet. Und wenn es nur einer ist. Ja, reicht.
haben wir was Gutes getan. Wenn es nur einer ist, dem wir wirklich helfen können, ja, haben wir doch schon alles erreicht. Mhm. So ist es. Tausend Dank. Danke auch. Und einfach auch schön zu sehen, es geht manchmal den Weg zur Heilung, auch ganz ohne Pharma. Manchmal ergänzen sich Schulmedizin und Komplementärmedizin zu eins zusammen und können gemeinsam unfassbar Gutes bewirken. Dieser heutige Gast hat gar niemand gebraucht, er hat nur seinen gesunden Menschenverstand gebraucht, Gottvertrauen und auch ein bisschen Logik zu gewissen Dingen in der Anwendung. Und das war schon ganz cool. Und Ihnen wünsche ich auch einen ganz erfolgreichen Weg in die Gesundheit hinein. Und wenn Sie irgendwo jemanden kennen, der einen Tremor hat oder irgendein Parkinson leidet oder erkrankt ist, bitte, bitte empfehlen Sie ihm einfach, diese Sendung anzuschauen, um ihm eine weitere Perspektive, Sichtweise auf das Problem zu zeigen. Danke ganz herzlich. Alles Gute bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.